Jedes sechste Paar in Deutschland wartet vergeblich auf Nachwuchs. Für viele von ihnen bedeutet das unter Umständen, ganze Lebenspläne und Ideale aufgeben zu müssen. Um doch ein Kind zu bekommen, setzen daher immer mehr Männer und Frauen auf Medizin und Wissenschaft. Eine Möglichkeit der modernen Fortpflanzungsmedizin ist die Reagenzglasbefruchtung, die In-vitro-Fertilisation. Eizellen und Spermien im Reagenzglas, der Rohstoff, aus dem das Produkt Leben entstehen soll. Ich hoffe, dass das eben klappt. Mit Hilfe von einem Arzt. Ich kann ja nicht viel helfen, aber vielleicht kann er mir da oben helfen. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Der Eingriff findet unter Vollnarkose statt. Der Arzt punktiert ultraschallgesteuert. Er sucht in den Eierstöcken nach herangereiften Zellen in den Eibläschen, die sogenannten Follikel, und saugt sie heraus. Unter dem Mikroskop werden sie mit dem Samen zusammengebracht und nach den ersten Zellteilungen der Frau wieder eingepflanzt. Neues Leben entsteht. Bei so viel Hightech leidet jedoch sehr oft die Psyche. 100.000 Frauen lassen sich jährlich behandeln, viele ohne psychologischen Beistand, der aber dringend notwendig wäre. Denn bis der Kinderwunsch in Erfüllung geht, müssen die Paare oft jahrelang durchhalten. Eine Belastung, die zehrt, die es aber wert ist.